Aus Anlass des Weltalphabetisierungstages am 8. September betonen das Bildungsministerium und die Landesinitiative für Alphabetisierung und Grundbildung die hohe bildungspolitische Bedeutung von Alphabetisierung und Grundbildung. Das macht allein die Zahl von ca. 6,2 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 in Deutschland deutlich, die nicht ausreichend lesen, schreiben oder rechnen können, um den Beruf und den Alltag erfolgreich bewältigen zu können. In Sachsen-Anhalt sind ca. 200.000 Personen betroffen. Darüber hinaus gehe man von rund 350.000 Menschen mit mangelnden Grundbildungskenntnissen aus. Derzeitige Angebote erreichen zu wenige der Betroffenen. Bildungsminister Tullner sagte, es sei wichtig, einer so großen Personengruppe gesellschaftliche Teilhabe ausreichend zu ermöglichen. Dies mit Blick auf den Fachkräftemangel, den demografischen Wandel und den Strukturwandel. Im Rahmen der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 wurde in Sachsen-Anhalt das ESF-Programm Alphabetisierung und Verbesserung der Grundbildung Erwachsener im Rahmen des lebenslangen Lernens aufgelegt. 7,8 Millionen Euro stehen zur Verfügung. Mit diesem Programm ließen sich bislang 35 Projekte fördern. Am 1. September nahm eine Fach- und Koordinierungsstelle für Alphabetisierung und Grundbildung ihre Arbeit auf. Das vom Land geförderte Projekt soll die vielfältigen Aktivitäten vernetzen. Als zentraler Ansprechpartner koordiniert, organisiert und fördert sie den fachlichen Austausch.